Kann hier gleich meinen Namen noch ändern. Aber ich denke, wir können mal anfangen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Sarah Nanni, Abgeordnete der Grünen im Bundestag. Schön, Sie hier zu haben. Ich verfolge Sie schon länger auf Twitter. Ich habe gesehen auch, dass Sie sehr engagiert sind zur Ukraine. Der russische Angriff auf die Ukraine hat ja viel Neudenken ausgelöst und darum wird es auch heute gehen. Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Und auch herzlich willkommen, Johannes Hilje, Kommunikationsberater, mit dem wir zusammengearbeitet haben, um diese Studie zu erstellen. Unsererseits, wir sind eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin, ungefähr 90 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die allerdings hauptsächlich außerhalb Deutschlands arbeiten, in unseren Länderbüros in Tunesien, in Libanon, Libyen, Sri Lanka, Myanmar, in Pakistan, eigentlich auch in der Ukraine, was jetzt allerdings schwierig ist aus bekannten Gründen. Das sind ja alles nicht so einfache Länder. Daher haben wir auch einen Zugang zu diesem Thema Menschenrechte und Demokratie in der Außenpolitik, das, denke ich, relativ realistisch ist, weil wir das uns nicht nur in Berlin ausdenken, sondern tatsächlich in vielen schwierigen Ländern auch dazu arbeiten. Und nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24.02. und dem Ausruf der Zeitenwende dachten wir, es ist ein sehr wichtiger Moment, auch diese Erfahrung einzuspeisen in die deutsche Debatte der Neuausrichtung der Außenpolitik. Wie kann man das tun? Und da hat uns vor allem auch der kommunikative Raum interessiert. Also wie reden wir über Außenpolitik in Deutschland? Was gibt es für Narrative? Eins ist ja sehr bekannt, nämlich der Wandel durch Handel. Der hat uns ja sehr lange geprägt. Und was gibt es eigentlich auch für andere Narrative? Vor allem, wenn wir annehmen, dass dieser eigentlich nicht funktioniert hat, was aus meiner Sicht offensichtlich ist, kann man darüber streiten. Aber um das mehr herauszufinden, haben wir eine Studie in Auftrag gegeben. Die wurde von YouGov erstellt und Data Praxis. Das sind Firmen aus London, die auch viel Polling in Deutschland machen. Und diese Studie ist keine reine Meinungsumfrage, sondern guckt tatsächlich sich genauer Narrative an. Und Johannes Hilje wird die Erkenntnisse dieser Studie uns gleich erläutern. Ich sage noch dazu, dass wir noch eine andere Studie auch erstellt haben, in der wir mal geguckt haben, wie andere Außenministerien in 13 anderen Demokratien institutionell mit Demokratie und Menschenrechten umgehen. Tauchen die eigentlich auf in der Formulierung der Sicherheitspolitik dieser Länder? Wie ist das institutionell verankert? Wer hat mit diesem Thema eigentlich zu tun in Außenministerien oder anderen Regierungsbehörden? Das werde ich nachher vielleicht noch ein bisschen in unsere Diskussion einfließen lassen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Vorstellung der Studie. Johannes, ich gebe dir das Wort und danach diskutieren wir diese Erkenntnisse. Ja, vielen Dank, Michael, und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage noch mal kurz was zur Konstellation der Akteure hinter dieser Studie. Diese Methodik der Narrativtestung ist etwas, was ich als Berater mit unterschiedlichen Akteuren hier in Berlin mache, mit unterschiedlichen Institutionen, Ministerien, Parteien. Sie alle wissen, dass Narrative ja so ein Stück weit Modebegriff geworden sind, aber sie haben tatsächlich auch eine Wirkung und eine Bedeutung in der politischen Kommunikation und in der Vermittlung von Politik. Wir machen solche Narrativtestungen mit in der Regel einem klassischen Meinungsforschungspartner. Das war in diesem Fall YouGov, Michael hat es gerade schon gesagt. Und die Entwicklung der Methodik und auch des Fragebogens habe ich zusammen mit einer zweiten Firma, einer Partnerfirma von mir, nämlich Data Praxis, vorgenommen. Ich sage am Anfang noch mal ein paar Eckdaten zu dieser Methodik. Wie gesagt, es sind Befragte, die wir aus dem deutschen YouGov-Panel sozusagen rekrutiert haben. Es ist eine repräsentative Umfrage gewesen. Wir haben zwischen dem 18. und dem 31. Oktober befragt.
Und wir haben in der Gesamtstichprobe eine Fehlertoleranz von plus minus 2%. Also das liegt im normalen Bereich der Umfrageforschung. Diese Methodik der Narrativtestung ist ein bisschen anders als und ein bisschen komplexer vor allem als andere Umfragen, als andere Fragebögen. Wir gehen da mehrstufig vor in diesem Verfahren. Bevor wir den Befragten Narrative präsentieren, das sind so kleine Textpassagen, die ich auch gleich zeigen werde, fragen wir in der Regel erstmal zu Grundüberzeugungen. Und das war in diesem Fall bei dieser Studie auf das Thema beziehungsweise das Verhältnis von Werten und Interessen in der Außenpolitik gemünzt. Also wir wollten wissen, wie die Menschen das einschätzen, dieses Verhältnis. Und die gleichen Fragen haben wir nochmal nach der Präsentation der Narrative gestellt, um mögliche Veränderungen in den Einstellungen der Menschen herauszufinden. Zu diesen Grundüberzeugungen möchte ich zwei Datenpunkte präsentieren, die besonders interessant sind und am Ende auch nochmal wieder relevant werden. Wir haben einmal diese Frage gestellt zum Verhältnis beziehungsweise der Priorisierung von Werten und Interessen in der deutschen Außenpolitik und da die Zustimmung zu diesen unterschiedlichen Aussagen, die Sie ganz unten auf der Slide sehen, abgefragt. Wir sehen hier, dass muss ich einmal kurz hier mein Sichtfeld klären, dass eine Mehrheit meint, dass Werte und Interessen in den Beziehungen zu anderen Ländern gleichermaßen priorisiert werden sollte. Also 63%, 12% sagen, Interessen sollten als allererstes und als alleroberst priorisiert werden und 10% sagen das Gleiche über Werte aus. Ein weiteres Ergebnis zu den Grundeinstellungen. Knapp die Hälfte der Deutschen sagt, dass der Fokus auf Themen wie Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der Außenpolitik den deutschen Interessen langfristig nutzen wird. Also 45% stimmen hier zu. 17% sagen, dass ein solcher Fokus Deutschland eher schaden wird, beziehungsweise den deutschen Interessen schaden wird. Und 19% stimmen beiden Aussagen nicht zu. Ich werde auf diese Fragestellungen am Ende nochmal zurückkommen. Also merken Sie sich das schon mal für die Gesamtbewertung. Kommen wir jetzt zu den Narrativen. Wir haben im allen Befragten dieses klassische Wandel durch Handel Narrativ präsentiert. Das ist, wie Sie hier sehen, ein Text, der von den Aussagen her eben diese Bedeutung vom wirtschaftlichen Handel auch mit Staaten, die keine Demokratien hervorhebt und dass man sich einen Wandel in diesen Staaten dadurch verspricht, dass man sich erst einmal im ersten Schritt für den Handel gegenseitig öffnet. Also das kennen Sie von den Grundaussagen. Wir haben das nochmal sozusagen in einem kleinen Text zusammengefasst und haben dann die Zustimmung zu diesem Narrativ gemessen. Das haben alle Befragten gesehen. Wir haben dann im zweiten Schritt die Stichprobe gedrittelt. Und dann haben diese drei Gruppen, die wurden per Zufallsprinzip aufgeteilt, haben eines von drei neuen Narrativen angezeigt bekommen. Diese Narrative haben wir zusammen mit Michael und seinem Team von DRI entwickelt. Dieses erste neue Narrativ heißt Sicherheit durch Verlässlichkeit. Das besagt im Kern, dass der alte Ansatz der Außenpolitik gescheitert ist und er auch zur heutigen Energiekrise und Inflation geführt hat, dass wir ein breiteres Sicherheitsverständnis brauchen, dass auch beispielsweise kritische Infrastruktur, die Energieversorgung, Klimaschutz zu diesem breiteren Sicherheitsverständnis gehört und dass wir Sicherheit nur erlangen können, wenn wir Demokratien zu unserem Hauptpartner machen, weil diese Demokratien eben zuverlässige Partner sind. Das ist das Narrativ Sicherheit durch Zuverlässigkeit. Das zweite, was eben auch ein Drittel der Stichprobe präsentiert wurde, nennt sich, wie Sie hier sehen können, Werte sichern Interessen. Da ist der politische Kern recht ähnlich zu dem, was Sie eben gesehen haben, also zu Sicherheit durch Verlässlichkeit. Allerdings ist die Sprache hier nochmal etwas anders. Sie ist
deutlich direkter bezüglich der Werte und auch der Verknüpfung von Werte und Interessen. Und es wird dann gesagt, nur wenn wir unsere Werte wirklich verfolgen und einen Fokus darauf legen in der Außenpolitik, dann können wir auch unsere Interessen durchsetzen. Und diese Interessen sind dann wiederum so Themen wie Sicherheit, Stabilität, Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Das dritte Narrativ, was wiederum dann ein anderes Drittel der Befragten bekommen hat, heißt Wandel durch Werte. Das hat den stärksten Fokus all dieser Narrative auf Werte und es benennt auch sehr konkret Werte wie Demokratie, Menschenrechte und so weiter, auf die dann laut dieses Narrativs nicht nur die Menschen in Deutschland Anspruch haben, sondern auch Menschen in anderen Ländern. Und deshalb sollte sich Deutschland auch dafür sehr stark einsetzen in den Beziehungen zu anderen Ländern. Das waren die drei Narrative, die wir jeweils ein Drittel der Befragten angezeigt haben. Wir haben dann in einem nächsten Schritt, Sie merken, hier wird diese Methodik so ein bisschen komplexer auch, nochmals per Zufallsprinzip die Stichprobe in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte hat kein weiteres Narrativ angezeigt bekommen, das ist die Kontrollgruppe. Und die andere Hälfte hat ein zusätzliches Narrativ präsentiert bekommen, was wir neue Herausforderungen nennen. Das ist deswegen wichtig und interessant, dieses zusätzliche Narrativ, weil es andere Länder als nur Russland benennt. Sie haben das vielleicht eben gesehen, bei den drei Narrativen, die ich vorher gezeigt habe, gab es einen Fokus auf Russland und am Fall Russland wurde deutlich gemacht, dass der alte Ansatz gescheitert ist. Hier werden jetzt weitere Länder genannt, China, Türkei, Saudi-Arabien, die Golfregion. Und das ist für uns der Test gewesen, ob sich diese Einstellungen auch über Russland hinaus sozusagen verhärten und bestätigen, wenn man den Leuten dann noch weitere Länder und weitere Szenarien präsentiert. Hier sehen Sie nochmal das gesamte Studiendesign zusammengefasst. Am Anfang gab es eine Reihe von Basisfragen zu diesen Grundüberzeugungen. Dann haben alle das Wandel durch Handel-Narrativ präsentiert bekommen. Dann haben wir die Stichprobe gedrittelt. Jedes Drittel hat ein unterschiedliches neues Narrativ angezeigt bekommen. Im nächsten Schritt wurde die gesamte Stichprobe halbiert. Eine Hälfte hat das Narrativ neue Herausforderungen angezeigt bekommen. Die zweite Hälfte hat kein drittes Narrativ präsentiert bekommen als Kontrollgruppe. Und im letzten Schritt wurden dann nochmal die Basisfragen zu den Überzeugungen gestellt. So, ich komme nun zu den Ergebnissen der Narrativtestung. Da sieht man erstmal, dass die zwei Narrative die Werte und Interessen integrieren. Also das ist das Narrativ Sicherheit durch Verlässlichkeit und das Narrativ Werte sichern Interessen, dass die als signifikant überzeugender wahrgenommen werden als das alte Wandel durch Handel-Narrativ. Sie sehen die Zustimmung, sozusagen Gesamtzustimmung derjenigen, die sehr überzeugt oder überzeugt sind, rechts in der Summe. Und da sehen Sie eben den höchsten Wert bei diesen beiden Narrativen, Sicherheit durch Verlässlichkeit und Werte sichern Interessen. Dieses sehr stark wertefokussierte Narrativ, Wandel durch Werte, hat eine ähnliche Überzeugungskraft, eine ähnliche Zustimmung von 43% wie das Narrativ Wandel durch Handel. Dann schauen wir uns nochmal an, wie sich die Zustimmung zu diesem neue Herausforderung-Narrativ ausgegangen ist. Da haben wir insgesamt auch eine relativ hohe Zustimmung von 51%. Und wir sehen vor allem, dass diejenigen, die zuvor, also in der Abfragung von Grundüberzeugung, eine gleichwertige Priorisierung von Werten und Interessen befürwortet haben, dass die hier eine besonders hohe Zustimmung an den Tag gelegt haben. So, im nächsten Schritt, wie ich das eben bei dem Studiendesign erklärt habe, haben wir die Leute nochmal wieder nach dem Verhältnis von Werten und Interessen in der Außenpolitik befragt. Und hier gibt es jetzt ganz interessante Veränderungen. Also nachdem die Narrative gesehen wurde, gibt es Änderungen in den Einstellungen bei diesen Fragen,
Fragen. Wir haben gesehen, dass die Leute, die das Sicherheit durch Verlässlichkeit narrativ gesehen haben, sich bewegt haben von der Einstellung, dass Interessen und Werte gleichwertig behandelt werden sollen, zu der Einstellung, dass Werte zuerst priorisiert werden sollten in der Außenpolitik. Das sehen Sie nochmal in dem grünen Kasten etwas stärker hervorgehoben und die Zahlen minus 5 Prozentpunkte weniger Zustimmung zu dieser Gleichbehandlung oder gleichwertigen Behandlung von Werte und Interessen und plus 3 Prozentpunkte bei diesem Ansatz Werte zuerst. Das ist die Verschiebung, die wir gesehen haben. Wir haben aber auch eine interessante Verschiebung gesehen bei den Leuten, die das Wandel durch Werte-Narrativ präsentiert bekommen haben. Also Wandel durch Werte nochmal, das hat einen sehr starken Fokus auf Werte. Da haben wir dann eine Bewegung in die andere Richtung gesehen, also in gewisser Weise ein Rückschlag für die stark wertefokussierte Außenpolitik, nämlich da haben Leute nach Präsentation des Narrativs stärker zu der Aussage tendiert, dass die Interessen in den internationalen Beziehungen oder in der deutschen Außenpolitik an erster Stelle stehen sollten, also höher gewichtet werden sollten. Das sehen Sie mit dieser mit den plus 2 Prozentpunkten links. Das ist also interessant und durchaus etwas, woraus man etwas lernen kann. Ich komme später noch zu den sozusagen zu den Schlussfolgerungen. Ein zweiter Aspekt, den wir bei der Nachbefragung rausgefunden haben, ist, dass Befragte, denen das Sicherheit durch Verlässlichkeit beziehungsweise wieder das Werte durch Interessen-Narrativ präsentiert wurde, anschließend auch stärker befürwortet haben, dass es einen Fokus auf Themen wie Demokratie, Menschenrechte geben sollte, weil das den langfristigen Interessen Deutschlands dienen wird. Auch da sehen Sie die Veränderung der Prozentpunkte relativ stark, sogar mit plus 5 und plus 4 Prozentpunkte bei diesen beiden Gruppen, die Sicherheit durch Verlässlichkeit beziehungsweise Werte sichern Interessen gesehen haben. Hier sieht man auch nochmal als letztes die Veränderungen in der Gesamtschau. Hier zusätzlich noch mit reingenommen die Gruppe, die das neue Herausforderungen-Narrativ gesehen hat. Die haben wir festgestellt, bleiben im Grunde bei ihrer Zustimmung zu diesen, ja, beziehungsweise zu ihrer Überzeugung mit Blick auf das Sicherheit durch Verlässlichkeit beziehungsweise Werte sich an Interessen-Narrativ. Also wenn man andere Länder einführt und nicht nur über Russland spricht, dann schwächt das die Überzeugungskraft dieser Narrative, die Werte und Interessen integrieren, nicht. Das ist eigentlich hier die zentrale Erkenntnis in diesem dritten Schritt gewesen mit dem dritten Narrativ. Also auch wenn wir andere Regionen, andere Länder einbeziehen, dann ist dieser Ansatz, Werte und Interessen zu integrieren, weiterhin überzeugend. So, das führt mich jetzt auch zu unserem Fazit und den Empfehlungen. Erstmal, ich glaube, das ist deutlich geworden, dass am überzeugendsten die Narrative waren, die Werte und Interessen kombinieren. Wir haben hier tatsächlich auch ein Potenzial gesehen, dass Einstellungen sich verändern können bei den Befragten, wenn sie diese Narrative präsentiert bekommen haben, also dass sie Werte in der deutschen Außenpolitik anschließend als Mittel zur langfristigen Durchsetzung von Interessen eingeschätzt haben. Insgesamt ist es auch so, dass diese beiden Narrative, die Werte und Interessen integrieren, mehr Unterstützung bekommen als das alte Wandel durch Handel-Narrativ. Aber Sie haben gesehen, bei 42% lag da immer noch die Zustimmung. Es ist nicht so, dass das nicht mehr überzeugend ist oder komplett unüberzeugend ist, sondern es gibt tatsächlich noch eine Gruppe, die das auch überzeugend findet. Interessant war dann auch zu sehen, dass diese Überbetonung von Werten bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Interessen, das haben wir in diesem Wandel durch Werte-Narrativ ja formuliert, dass das dazu führen kann, dass wiederum
Menschen eher dazu tendieren, dass Interessen insbesondere im Fokus stehen sollten der deutschen Außenpolitik. Also das ist dann der Hinweis, dass man es platt gesagt nicht übertreiben sollte mit der Überbetonung von Werten in der Vermittlung von deutscher Außenpolitik und in der Rhetorik dazu, weil das dann wiederum ja einen gegenteiligen Effekt auslösen könnte. Leute dann eher sagen, nee, uns sind vor allem die Interessen wichtiger. Und der letzte Punkt, das hatte ich als letztes eben angeführt, dass diese Kombinatorik von Werte und Interessen auch dann noch überzeugend ist, wenn man nicht nur über Russland spricht, sondern auch über andere geopolitische Herausforderungen. Wir haben China, die Türkei, Saudi-Arabien in dem Narrativ erwähnt. Und auch da für diese Regionen und Länder ist diese Kombination von Werte und Interessen weiterhin überzeugend. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf die weitere Diskussion. Ja, vielen Dank, Johannes Helie, für die Übersicht. Ich sage gleich dazu, dass gestern der Tagesspiegel darüber berichtet hat und wir auch diese Studie öffentlich gestellt haben. Wir haben auch den Planungsstab gebrieft dazu des Auswärtigen Amts und nächste Woche werden wir das Bundeswirtschaftsministerium briefen. Wir haben es auch anderen Ministerien angeboten. Bisher haben wir da noch keine Termine, nur um zu sagen, dass wir das einerseits öffentlich stellen, aber durchaus auch versuchen, noch mehr Regierungsakteure damit zu erreichen. Frau Nanni, vielleicht als erstes, haben Sie Fragen? Ist Ihnen irgendwas unklar an der Studie? Und melden Sie sich auch beim Kanzleramt. Ja, das haben wir auch, das versuchen wir auch, genau. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Unabhängig von den anderen Ministerien ist das ja sozusagen dann, ist das, glaube ich, das sinnvolle Dreieck Verteidigungsministerium, ein bisschen weniger. Aber ja, danke erstmal für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Freue mich auch, dass Sie diese Studie gemacht haben und da jetzt auch mit sozusagen hausieren gehen. Zuerst mal so finde ich wichtig, dass wir uns nochmal klar machen, dass dieses Jahr bei der Frage, welche Einstellungen haben BürgerInnen zur Außenpolitik, wahrscheinlich ein sehr besonderes ist, was vielleicht auch mit anderen Jahren nicht so einfach zu vergleichen ist, weil eben jetzt über einen sehr langen Zeitraum Außensicherheitspolitik sehr dominant ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist, solange ich mich erinnern kann, noch nicht der Fall gewesen. Selbst beim Irakkrieg 2003, wo es eine Zeit lang sehr viel Aufmerksamkeit gab, glaube ich, war die nicht über so viele Monate so hoch. Und das beeinflusst natürlich auch generell die Frage, wie BürgerInnen tendenziell bei solchen Umfragen sich einbringen. Ja? Weil sie auch gezwungen sind, mehr über Außen- und Sicherheitspolitik nachzudenken. Und ich finde den Ansatz interessant mit der Narrativtestung, wobei man natürlich, wenn ich mir diese methodische Anmerkung noch erlauben darf, immer das Problem hat, dass je ausführlicher die Befragung ist, desto mehr Einfluss nimmt sie auch auf das Ergebnis ihrer Befragung. Das ist einfach eine methodische Herausforderung. Ansonsten sehe ich, dass eigentlich der Kurs der jetzigen Bundesregierung, auch mit unserer grünen Außenministerin, da von den BürgerInnen auch größtenteils gutiert wird, wenn ich das jetzt mal so einvernehmen darf. Und dass eben dem eine Absage erteilt wird, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich würde gleichzeitig aber, und das ist natürlich dann nicht Ihr Job, wenn Sie mit den Ministerien reden und mit dem Kanzleramt, aber ich würde gleichzeitig davon Abstand nehmen, dass deutsche Außenpolitik sich an Meinungsumfragen orientieren sollte, weil am Ende des Tages ist es einfach so, dass Bürgerinnen und Bürger weniger Zugang haben zu Informationen und auch sozusagen weniger die Möglichkeit haben, auszurechnen, welche Konsequenzen welches Verhalten tatsächlich hat. Also auch zum Beispiel
das Verhalten gegenüber der Türkei, gegenüber China, wie sie es auch in dem einen Narrativ drin vorkommt, wenn man sich da mehr wertegeleitete Außenpolitik wünscht, dann ist das das eine, und das tun wir auch als Grüne, und das werden wir auch noch stärker einfordern und umsetzen. Aber natürlich sind halt die Konsequenzen in dem Moment nicht ganz sichtbar. Also eigentlich müsste man, um es nochmal methodisch zu werden, immer auch so eine Gegennarrativ-Abfrage machen. Nicht nur ein Alternativnarrativ, sondern auch, was sind die Hauptargumente, die dann gegen bestimmte Narrative vorgebracht werden, um das nochmal ein bisschen im Kopf aufzubrechen. Genau, das war es jetzt so erstmal von mir zu der Studie. Mich würde es interessieren, ob Sie es nächstes Jahr nochmal machen. Weil schön sind ja immer so Vergleiche über die das Zeit. Das haben Sie bisher nicht gemacht. Ne? Nicht geplant. Mhm. Nicht geplant. Mhm. Und die zweite Frage wäre halt, ob es schon mal KollegInnen gab, die halt ähnliche Sachen abgefragt haben, vielleicht auch mit einer anderen Methode, aber die das Verhältnis von Interessen und Werten abgefragt haben, sodass man zumindest qualitativen Vergleich machen könnte zwischen dem, wie es vor 2 Jahren vielleicht noch war und wie es halt dieses Jahr war. Ganz sauber geht das natürlich nicht, wenn nicht die gleichen Sachen abgefragt wurden, aber so von der Tendenz her, was die Relevanz von Werte und Interessen angeht, wäre das, glaube ich, schon nochmal ganz interessant, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so drin, dass ich das einfach so weiß. Körber macht ja häufig sehr große und aufwendige Studien, dass man das mal so ein bisschen abgleichen könnte. Ja, vielen Dank. Ich sage gern auch gleich was dazu, aber vielleicht erstmal Johannes auch nochmal zur Methodik. Längere Fragen leiten vielleicht auch mehr. Wie siehst du das? Naja, also das überzeugt mich nicht so als jetzt Kritik an der Methodik. Das haben wir ja in verschiedenen Instrumenten der Meinungsforschung, dass man mit kürzeren und mit längeren arbeitet. Es geht ja hier im Grunde vor allem darum, also was interessant ist, ist diese einmal die Unterschiede in der Zustimmung, und da ist dann ja sozusagen jedes Narrativ erstmal hat die gleiche Chance, weil zu jedem Narrativ eben gefragt wird, wie überzeugend finden Sie es. Wobei die Reihenfolge beeinflusst die Chance auch ein bisschen. Naja, es ging uns ja, also weil Sie sagten, es gab keine Gegennarrative, es ging uns ja um den Vergleich zwischen dem alten Wandel durch Handel, was als erstes gezeigt wurde. Da kann man sich tatsächlich methodisch nochmal drüber unterhalten, welchen Effekt das hat, wenn das als erstes gezeigt wird. Es hat in diesem Fall, würde ich sagen, eher den Effekt gehabt, dass die Zustimmung, aber das ist jetzt eine Spekulation, aber dass die Zustimmung zu diesem Narrativ höher war, zu Wandel durch Handel. Das wurde als erstes gezeigt. Und wir haben eine relativ hohe Zustimmung ja immer noch, beziehungsweise es waren 42%, die zu den Überzeugten gehören. Da würde ich sagen, ja, da könnte man hinterfragen, ob das von der Methodik ein Stück weit verzerrt ist. Aber dann gab es die 3 anderen, die dann, also wie gesagt, eben ein Stück weit als Gegennarrativ entgegengesetzt wurden, sodass ich schon sagen würde, dass hier auch unterschiedliche Argumente präsentiert wurden. Zwar nicht sozusagen direkt gegenübergestellt, das machen wir auch manchmal. Das haben wir im Übrigen da gemacht, wo es um die Aussagen zu Werten und Interessen gab. Da war die Frage nach der Zustimmung zu unterschiedlichen Aussagen, und da hatten sie wirklich Aussagen, wo die Perspektiven dann sehr unterschiedlich sind. Und da würde ich auch sagen, gibt es nicht unbedingt ein Leiten durch die Fragestellung. Da ist die Fragestellung einfach nur, welche Aussage stimmen Sie am ehesten zu. Ich habe leider, fände ich auch sehr interessant, wir haben diese Umfrage noch nicht gemacht
vor 2-3 Jahren. Das fände ich auch sehr interessant. Vielleicht hat Michael noch Daten im Kopf. Aber wie Sie schon gesagt haben, Frau Nonni, dann ist natürlich auch immer die Frage der Vergleichbarkeit. Unterschiedliche Institute, unterschiedliche Fragestellungen kommen in der Regel dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Interessant wäre dann, wenn wir es nochmal machen würden im nächsten Jahr, aber Daten aus der Vergangenheit haben wir leider nicht. Ja, auch nochmal zur Methode. Ich bin kein Experte in dem Bereich. Mein Eindruck war aber auch, dass man mit der ersten Frage Wandel durch Handel im Grunde ja so ein bisschen Priming macht, also die Befragten, Befragten auch eine bestimmte Denkweise schon mal einschwört. Und ich glaube, wir haben es auch sehr fair dargestellt. Das war jetzt nicht polemisch irgendwie das Schlechtreden, sondern es klang eigentlich so ganz plausibel. Und was ich am Anfang bei der Studie nicht verstanden hatte, aber mir dann, was ich später verstanden habe, dass tatsächlich 3 verschiedene Gruppen befragt wurde. Das heißt, es ist nicht so, dass Person A 3 verschiedene Optionen dann bekommen hat, sondern Person A hat 1 bekommen und Person B hat Story B bekommen und Person C hat Story C bekommen. Das heißt, die konnten dann nicht mehr zwischen diesen 3 irgendwie hin und her springen, sondern sie haben das verglichen mit dieser Handel durch Wandel-Theorie. Grundsätzlich ist, andere Umfragen habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Es ist ja schon recht speziell so Ziele der Außenpolitik. Also ich glaube, oft sind die Umfragen, was halten Sie von den USA und sollte Russland ein Partner sein? Aber Ziele selber ist mir jetzt nicht bekannt, dass das groß abgefragt wurde. Worum soll es uns denn eigentlich gehen in der Außenpolitik? Und Sie haben ganz recht, Frau Nonni, dass jetzt die Aufmerksamkeit unglaublich hoch ist. Und ich denke, es ist schon auch ein gewisser Schock, dass es so schief gegangen ist. Und in meiner Wahrnehmung, Außenpolitik war ja immer so ein bisschen Prestige. Außenminister und Ministerin waren typischerweise sehr populär. Das wirkte alles so interessant, aber man hat sich nicht so damit beschäftigt und grundsätzlich das Gefühl gehabt, läuft doch alles ganz gut. EU steht, wir treiben Handel, aber wir machen ja auch was für Frieden und so. Und ich glaube, da wurden relativ wenig Fragen gestellt. Und in unseren Experten-Communities, wir waren seit vielen Jahren schon, hatten das Gefühl, es läuft alles gar nicht mehr gut mit der Sicherheitslage, mit dem Brexit und der Türkei, die sich wegorientiert. Und Russland ist ja auch seit dem Einmarsch in Teilen Georgiens schon klar markiert als Problemfall für die europäische Sicherheit. Aber das ist alles erst so richtig durch diese komplette Invasion am 24. angekommen in meiner Wahrnehmung. Übrigens, ich rede jetzt ein bisschen mehr. Ich bin halb Moderator und halb Teilnehmer, ja, um das nochmal zu erklären, weil Frau Bornschlegel nicht kommen konnte, erlaube ich mir ein bisschen mitzureden auch. Und ich glaube, das politische Interesse, das ich sehe, ist tatsächlich eine Erzählung zu haben, an der man sich dann so ein bisschen festhalten kann in der Zukunft, wo, Sie haben vollkommen recht, nicht jede Entscheidung kann man dann, es ist kein Lineal, sondern einfach mehr so ein Kompass, würde ich sagen, was so eine Erzählung liefern kann. Und natürlich gibt es, das haben wir ja auch in vielen Berichten geschrieben, das Auswärtige Amt ist keine Demokratie-NGO, das wird nie so sein. Es gibt ganz viele Interessen, die abgewogen werden müssen. Aber es ist so ein bisschen die Frage, wo ist der Kompass und was ist der Rahmen? Und da wir immer Handel so betont haben, schien das dann immer auch so das Wichtigste der Außenpolitik. Und wer realistisch ist, der nimmt halt Industrie-Captains mit auf die Reisen und da geht es um die echten Sachen und alles andere ist so ein bisschen Beiwerk. Und ich glaube, das wäre halt unser Anliegen hier, dass wir das anders erklären und auch Verständnis dafür wecken, dass eben Handel nicht das Einzige ist, sondern aus Sicherheitsgründen allein schon andere Aspekte immer reinspielen müssen und dass man durchaus Entscheidungen trifft, die vielleicht für den Handel nicht positiv sind. So sehe ich so ein bisschen den Sinn des Ganzen. Und ich komme noch an einen anderen Punkt zurück, aber ich gebe Ihnen erstmal wieder das Wort von Ihnen. Also ich habe kurz bevor dann die Full-Scale-Invasion gegen die Ukraine gefahren wurde, durch Russland habe ich ein Interview gegeben beim Bayerischen Rundfunk, wo ich gesagt habe, wir sind so ungeübt in Deutschland über Außenpolitik zu reden. Wir reden immer nur dann darüber, wenn sozusagen die Spitze des Eisbergs schon direkt vor unserer Nase liegt. Und dann reden wir kurz über die Spitze und dann ist es wieder vorbei, was ein bisschen dazu führt, dass BürgerInnen
häufig, ich sage das jetzt mal so etwas sehr zugespitzt, dieses Ausland immer verbinden mit, da ist Krise und Chaos und irgendwie läuft es nicht so gut. Weil sozusagen zwischen den verschiedenen Eisbergspitzen das, was dazwischen eben passiert, gar nicht so eine große Aufmerksamkeit erfährt. Und das ist uns, glaube ich, auch gerade am Anfang des Krieges total auf die Nase gefallen. Und zwar nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei der Frage, welche Narrative eben von der Politik auch reproduziert werden oder in die Welt gesetzt werden. Also das Leid verlängern, indem man Leute bei Verteidigung unterstützt, ist schon heftig eigentlich als Geschichte, aber hat sehr stark verfangen. Dann immer vom Konflikt zu sprechen und beide Seiten, also diese Thematik der Äquidistanz und so. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir so wenig Routine hatten, über Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wirklich, wenn ich in der Vergangenheitsform darüber rede, ob das wirklich schon adäquat ist. Also sind wir jetzt wirklich in Deutschland schon weiter, was diese Debatten angeht? I don't know. Also gönnen wir uns nicht immer noch zu viel Oberflächlichkeit in der Auseinandersetzung, könnte ich mir vorstellen. Also ja, aber das ist jetzt noch mal irgendwie ein anderes Thema und liegt sicherlich nicht an den Bürgerinnen und Bürgern. Weil da habe ich das Gefühl, ist der Schock teilweise so groß und auch die persönliche Betroffenheit durch den Krieg und die Folgen für Europa so heftig, dass sie gar keine andere Chance haben, als sich da auch tief mit auseinanderzusetzen. Wenn ich mir dann gleichzeitig angucke, welche Debatten teilweise noch unwidersprochen im Fernsehen stattfinden können, ohne dass eine Journalistin mal richtig reingrätscht und sagt, ja, aber Moment mal, dann bin ich schon auch erschrocken. Und ja, da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns, was die öffentliche Debatte angeht. Umso wichtiger alle Impulse, die sozusagen versuchen, Narrative, Debatten, wie wird über Außenpolitik nachgedacht, auch nochmal auf einer Metaebene zu thematisieren. Mhm. Ja, das empfinde ich auch sehr stark so. Das eigentlich war für mich ein bisschen der Schock in den Monaten danach, dass ich dachte, wir sind uns ja eigentlich alle einig und haben aus der Geschichte gelernt. Und dann stellt man fest, oh, da wurden aber ganz verschiedene Lehren jetzt aus der Geschichte gezogen. Und für viele ist offenbar die größte Lehre aus der Geschichte, Hauptsache es ist kein Krieg, was auch immer sonst da sein mag. Und Krieg auch ganz eng definiert als Armeen, die aufeinander schießen. Und ein besetztes Gebiet, wo verschleppt wird, gefoltert wird, vergewaltigt wird, zerstört wird, ist irgendwie nicht so schlimm, weil da schießen ja nicht zwei Armeen aufeinander. Und das ist, hat mich auch total überrascht, auch mit unserer Geschichte, wie dann immer noch versucht wurde, über Russland zu sprechen und die Äquidistanz, die sie ansprechen. Und da, das ging auch so in die tiefen Schichten und ich habe das versucht, besser zu verstehen. Es kommt in meinen Augen tatsächlich von einer älteren Generation auf und ich habe kenne da auch viele aus der Generation und ich glaube, es erklärt sich aus deren Biografien. Daher habe ich, Toleranz habe ich eigentlich nicht dafür, aber ich finde es erklärbar, wo das herkommt. Aber es ist, finde ich, wenn man sich mit Realitäten beschäftigt, moralisch eine unhaltbare Position, die da oft formuliert wird. Aber auch die, ich glaube, um die kann man sich mehr kümmern und was ich gerne auch noch überwinden würde, ist, dass wir zu sehr immer diese Bipolarität von Werte und Interessen betonen, was wir eigentlich auch in der Studie gemacht haben. Das gibt immer den Anschein, als wären Demokratie und Menschenrechte so ein Idealismus, den wir machen, weil wir gut sind. Aber im Grunde wollen wir ja was ganz anderes. Als wäre es immer so ein Streit zwischen dem, was gut für uns ist und dem, was uns gut fühlen lässt. Und als ist da immer eine automatische Spannung. Und ich würde eigentlich sagen, dass mehr Fokus auf Menschenrechte und Demokratie auch unser Interesse ist. Und
für mich sehr, ist sehr plakativ. Die Leute, die am besten Russland verstanden haben, sind Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen und Leute, die sich um Demokratie gekümmert haben. Die haben diese Regierung und die Richtung des Kremls viel, viel besser verstanden als viele sogenannte selbsternannte Realisten, die gesagt haben, naja, ihr seid ja so Idealisten, das ist ja auch schön, aber das ist ja alles gar nicht durchsetzbar. Und ich finde schon auf dem analytischen Level haben die sich ja ziemlich desavouiert, diese sogenannten Realisten. Und deswegen meine ich, dass im Kern der außenpolitischen Formulierung von Politik und in Analyse und dann auch in der Formulierung Umsetzung dieser Aspekt präsent sein muss und sich eine tragende Stimme haben muss. Und ich verfolge Außenpolitik seit 20 Jahren, habe auch bei der EU gearbeitet und bei der OSZE und kenne das Auswärtige Amt gut. Und da ist in meinen Augen noch sehr viel zu tun, bevor das einfach als tragendes Sicherheitsinteresse auch anerkannt wird. Und es ist immer auch ein Wert, ganz klar, das sollte man nicht dann abziehen. Manchmal unterstützt man es vielleicht wirklich nur für den Wert, auch wenn das eigene Interesse dagegen spricht. Aber oft ist es auch unter Sicherheitsinteresse. Und der Fall Russland, glaube ich, macht das extrem deutlich. Wenn ich da kurz einhaken darf, ist ja eine Frage der Zeitschiene. Ne? Weil, also ich habe das letzte Woche mal gesagt, wenn wir nicht wollen, dass Dinge zu unserem Interessensproblem werden, dann müssen wir die 20 Jahre vorher auf der Werteebene sinnvoll angehen. Ne? Das kann halt der Zusammenhang sein. Ne? Also wenn ich jetzt in dem Beispiel ging es um die Frage, dass halt viele Staaten aus Europa den Golf militärisch halt aufrüsten. Ne? Und das ist eine Region, die ist in Flugreichweite zu unserem Kontinent und zur NATO. Und wir verkaufen den Sachen, die bis zu uns zurückfliegen können und schießen. Und jetzt gerade wird das viel auf so einer Werteebene diskutiert. Darf man halt Autokratien mit Rüstungsgütern ausstatten? Ja oder nein? Meine Position ist da klar. Aber es ist natürlich auch ein Sicherheitsproblem, wenn fossile Gesellschaften, wenn es gut läuft und wir beim Klimaschutz gut vorankommen, dann einen relevanten Teil ihres Einkommens, ich glaube 97%, verlieren, ja, dann ist die Frage, wie geht dann das Regime damit um, dass es Erosion gibt und so weiter, und schaffen wir dann nicht eine Südflanke, die dann auch noch mit unseren Waffen ausgerüstet wurde, und dann ist es ein hartes Interesse, ja. Genau. Und dann hat das gar nicht mehr mit Werten zu tun, es ist ganz egal, ob das bis dahin Demokratien geworden sind oder nicht. Die Kriegsgefahr steigt, wenn ein System sozusagen seine ökonomische Basis verliert. Ja. Und das dann halt in Relation zueinander zu setzen. Aber ich glaube auch, man darf nicht unterschätzen, wie häufig es dann doch ein Widerspruch ist in der Einzelfallentscheidung, ob man jetzt nach den Werten handelt oder nach den akuten Interessen. Und da muss man einfach pragmatisch Zwiebelschichtmodell machen, meiner Meinung nach. Sehr stark unterscheiden zwischen den einzelnen Formen der Interaktion, die man mit Staaten hat. Also ich kann eine WM in Katar machen, aber vielleicht sollte ich denen keine Waffen verkaufen. Also das macht Katar nicht zu einem guten Staat. Und ich adle Katar auch nicht damit, wenn ich eine Fußball-WM da mache. Klammer auf, dass das über Korruption wahrscheinlich zustande gekommen ist. Das ist eine ganz andere Frage, aber so grundsätzlich. Aber wenn ich Katar ausstatte mit Rüstungsgütern, ist das eine andere Liga sozusagen. Und dass man das nochmal ein bisschen mehr in die Debatte auch einpflegt, diese nicht, es sind unsere Freunde, wir machen alles mit denen. Und dann gibt es nur noch alle anderen, die sind irgendwie alle böse, weil die haben dann doch irgendwie Dreck am Stecken. Da sollten wir besser gar nichts mit denen machen, sondern wirklich so Schichtmodell, aber das ist auch schwierig in die öffentliche Debatte so einzubringen. Ja. Dazu sage ich auch gleich noch was. Nur noch einen Gedanke zum Golf und dann komme ich zu dir, Johannes. Interessant finde ich im Golf noch ein Detail. Wenn wir sagen, dass autoritär regierte Regime gefährlicher sind als andere, kann man das auch nicht so
sagen, dass es immer hundertprozentig so ist. Da kann man auch viel vergleichen, aber der Golf ist interessant, weil wir ein Land haben, das ein bisschen offener ist, Kuwait. Und Kuwait ist das Land, das auch in meiner Wahrnehmung eigentlich am wenigsten Sicherheitsprobleme schafft in der Region, während fast alle anderen Golfstaaten in den regionalen Konflikten tief verwoben sind. Und das ist für mich eigentlich auch wieder ein interessantes Finding, dass dieses eine Land, das etwas offener ist und sogar halbwegs freie Wahlen abhält, allerdings für Regierungen, die da nicht so mächtig sind, da gar nicht so präsent ist wie die anderen in diesen ganzen Regionalkonflikten. Aber jetzt zu dir, Johannes, und wir können uns, glaube ich, auch gerne unterbrechen, wenn jemand was sagen will. Ja, ja, ich wollte nochmal auf den Punkt von vorher eingehen. Frau Nanni hat ja zu Recht gesagt, dass diese öffentliche Debatte über Außenpolitik auch noch an Intensität und auch an Substanz gewinnen muss. Und ich finde auch, dass wenn ich mir so die Berichterstattung und die Kommentierung auch in den Medien anschaue, dass im Grunde ich da eine Bestätigung für das finde, was wir auch in den Daten finden, also dass Wandel durch Handel ist immer noch da und das ist auch noch nicht verworfen. Das lese ich auch immer noch in Leitartikeln, in Kommentaren. Und es geht ja hier auch nicht einfach, also in Anführungszeichen dann nur um Narrative, sondern sind ja wirklich auch Paradigmen der Außenpolitik. Also da folgt konkretes politisches Handeln raus. Es ist ja nicht einfach nur, es geht ja nicht um schöne Worte oder irgendwelche Slogans hier. Aber wir haben dann natürlich versucht auch, eben neuere Ansätze zu verdichten in solche Formeln wie Werte sichern Interessen, Sicherheit durch Verlässlichkeit. Das ist dann eben die Verdichtung einer Beschreibung eines Paradigmas, könnte man sagen. Und mich würde mal von Ihnen, Frau Nanni, interessieren, inwiefern arbeiten Sie oder eben die Teile der Bundesregierung, die damit befasst sind, es gibt ja auch diesen Prozess der neuen Sicherheitsstrategie, inwiefern arbeiten Sie an so einer Vermittlung und vielleicht dann auch Verdichtung eines neuen Paradigmas, was es ja schon zumindest so in den Ansätzen und Grundzügen gibt, wenn ich das höre, was aus dem AA kommt, wenn ich das höre, was aus anderen Häusern der Bundesregierung kommt. Das ist ja schon klar, dass da eine neue Richtung eingeschlagen wird. Ja, das ist nämlich auch wahr, wobei bei der nationalen Sicherheitsstrategie, also das wird der Ort sein, wo dann Narrationsforschung sich drauf stürzt, ja, also Diskursanalysen noch und nöcher werden produziert in Hausarbeiten, Masterarbeiten und woanders. Und ich mir ganz sicher, das ist aber kein Prozess, wo wir als ParlamentarierInnen wirklich in den Schreibprozess als solches involviert sind. Also wir versuchen halt, unsere Punkte mit reinzugeben, was den Aufbau angeht. Wir wissen ungefähr schon, wie es aufgebaut sein wird. Wir wissen ungefähr, was drinstehen wird. Aber wir versuchen natürlich auch immer noch zu pushen. Da habt ihr auch daran gedacht, gebt ihr dem auch genug Raum und so weiter und so fort. Und die grundsätzliche Erzählung kann ich jetzt hier nicht ausplaudern von dem, was ich weiß. Das weiß ich aber auch, dass es dann in den Nuancen dann auch noch unterschiedliche Wahrnehmungen gibt in der Bundesregierung, wie man jetzt was gestalten sollte. Einige Themen hatten Sie auch schon angesprochen. Und das ist natürlich auch immer die Herausforderung bei so einem Text, der nicht episch lang sein kann, wo man dann quasi den Einsatz nicht aufschlüsseln kann in die eigentlich nötigen 12 Beschreibungen, die dazugehören, die ihn sozusagen erklären. Und da kommt es dann halt immer sehr drauf an, wenn man es differenziert meint, aber trotzdem allein sprachlich immer gezwungen ist, ein bisschen in die andere Richtung zu tendieren. Wo ist dann sozusagen die Tendenz? Und bei der Frage Wandel durch Handel ist, glaube ich, da will ich nochmal einmal drauf eingehen, ist der wesentliche Punkt eigentlich, ob die Beziehung zu Russland als eine Ausnahme von der Regel wahrgenommen wird oder als ein Regelfall, der sich halt so auch wiederholen kann. Also und das ist, da kommt man natürlich auch ganz schnell in sehr schwieriges Fahrwasser, weil de facto ist N immer extrem klein. Also das ist in der Außenpolitik einfach generell ein Problem,
Deswegen finde ich es auch schwierig, darüber so wissenschaftliche Überlegungen anzustellen, die auch den Namen verdient haben, im Sinne von, wie funktioniert eigentlich internationale Beziehungen. Da gibt es dann die Schulen zu, die Theorien, aber am Ende des Tages weiß man es erst, wenn es passiert ist, so ungefähr, und kann es sehr schlecht für die Zukunft projizieren. Aber genau, deswegen darf man es auch nicht zu hoch aufhängen. Und man muss auch immer für verschiedene Theorien des Wandels, glaube ich, offen bleiben. Ja? Also Wandel durch Handel kann immer noch richtig sein mit bestimmten Akteuren. Aber dass es nicht das Allheilmittel ist und dass es auch in dem Fall dazu geführt hat, dass wir andere Sachen bewusst ignoriert haben, weil wir uns da so hinter versteckt haben, das ist ja das eigentliche Problem. So, ne? Also ich glaube, es gibt immer noch Konfliktkonstellationen zwischen Staaten, wo ökonomische Kooperation positiven Einfluss haben wird auf die bilateralen Beziehungen. Das ist dadurch ja nicht komplett tot. Ja? Aber als einziges Paradigma deutscher Außenpolitik ist es definitiv gescheitert. Und ich glaube, so diese verschiedenen Etappen oder diese verschiedenen Nuancen dann zu sehen und die auch ein neues deutsches Narrativ zur Außen- und Sicherheitspolitik reinzubringen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt bei der nationalen Sicherheitsstrategie, genauso wie Sie leider. Das ist ja Exekutive. Richtig. Ja, ich denke, aus unserer Sicht wäre es auf jeden Fall gut, wenn die Strategie deutlich anspricht, dass autoritäre Staaten tendenziell eher eine Gefährdung unserer Sicherheit darstellen. So könnte man es vielleicht weich ausdrücken, was offen lässt, dass es natürlich dann viele Einzelfälle gibt. Aber ich fände es gut, wenn in Zukunft eine gewisse Klarheit herrscht, dass man da zweimal nachdenkt, überlegt und auch rechtfertigt, was man da genau macht. Und kein Handel ist ja, fordert sowieso keiner. Keiner sagt, wir wollen komplette Boykotts jetzt gegen irgendwie sämtliche Autokratien ausrufen. Das ist ja, das überzeichnet ja sehr deutlich, was eigentlich gefordert wird. Aber ich fände es schon gut, wenn in Zukunft ein klares Bewusstsein dafür besteht, dass das risikoreich ist und dass man gelegentlich auch außenpolitische Entscheidungen trifft, die kurzfristig vielleicht wehtun, aber langfristig sinnvoll sind, weil man diese Gefahr kennt und sich dieser Gefahr bewusst ist. Und ich gebe nur ein Beispiel. 2010 haben wir sehr viel versucht, Ungarn auf die Tagesordnung zu setzen und den Umbau der Verfassung in Ungarn. Damit fing das ja alles an und da gab es einfach kein großes Interesse. Für die EU war das alles neu, dass jetzt ein Mitgliedstaat sowas macht. Ich hatte vorher in der OSZE gearbeitet, das war alles überhaupt nicht neu. Genau dasselbe hatten vorher andere Länder gemacht, Kasachstan oder Aserbaidschan, aber jetzt war es in der EU. Und vor allem die deutschen Regierungen haben im Grunde ja fast gar nichts gemacht lange Zeit, um das zu stoppen. Und ich glaube, wir zahlen jetzt einen extrem hohen Preis. Und wenn wir in 2010 ein Bewusstsein viel stärker gehabt hätten, dass so eine Bewegung in die autoritäre Herrschaft eine Gefahr ist für die EU, hätte man natürlich viel, viel mehr sofort machen können. Jetzt ist Ungarn auch noch ein Beispiel geworden für andere Regierungen und gefährdet unsere Sicherheit mit den ganzen de facto Vetos, die Orban da gerade durchführt. Und ich glaube, solche Momente gibt es recht oft. Wir könnten jetzt noch mehr über Ungarn reden, aber unsere Zeit ist ja schon fast vorbei. Ich wollte noch auf einen Punkt eingehen. Frau Nani, Sie sagen, dann ist es oft, sind es dann natürlich Einzelentscheidungen und da gebe ich Ihnen recht. Und das kann auch eine öffentliche Debatte nicht alles aufnehmen. Ich glaube, da ist mehr Transparenz einfach wichtig und auch Ehrlichkeit. Also als die EU neue Gasverträge mit Aserbaidschan geschlossen hat, hat ja Frau von der Leyen große Erklärung abgegeben, dass Aserbaidschan ja so verlässlich sei und ein guter Partner. Und da habe ich gleich gedacht, das ist irgendwie die falsche Sprache, um Aserbaidschan zu beschreiben, weil es ja auch extrem autoritär geführt ist. Und kurze Zeit später kam dann auch dieser Angriff auf Armenien. Und ich meine, in solchen Fällen sollte man sagen, wir
Wenn man aus diplomatischen Gründen gar nichts sagen kann, dann sagt man gar nichts, aber man beschreibt Länder nicht auf diese Art und Weise, die autoritär regiert sind. Und man kann erklären, wir müssen uns diversifizieren und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt von Aserbaidschan auch Gas bekommen und dass wir sonst aber auch Kopfschmerzen haben mit der Art und Weise, wie das Land geführt wird. Das verstehen Bürger und Bürgerinnen in meinen Augen. Das ist, jeder kennt aus dem Leben, dass man manchmal zwischen schwierigen Entscheidungen steht und abwägen muss. Und heutzutage gibt es viel Informationen und das so wegzureden, glaube ich, ist nicht sehr aussichtsreich. Kurz noch ein letzter Punkt. Sie haben die öffentliche Debatte angesprochen. Damit hadern wir ja, glaube ich, alle ein bisschen. Und ich sehe eine Tendenz auch bei der Debatte zum Russischen Krieg, genauso wie bei Corona, dass wir eine Meinung haben, die realistisch ist in meinen Augen, und eine Meinung, die ziemlich extrem ist. Und die beiden werden immer ins Schaufenster gestellt, in den Talkshows und so. Und das halte ich für einen großen Fehler, weil wir das Meinungsspektrum so auseinanderziehen, dass man das Gefühl hat, wir werden jetzt alle in diesen Topf geworfen, wir sind halt pro-ukrainisch und da sind die anderen. Und das sind die zwei großen Meinungen. Und ich glaube, was wir zumindest tun könnten, dass wir uns in diesem Spektrum auch etwas mehr über Details streiten. Das heißt, zum Beispiel gibt es viel Kritik über die Idee, dass die Ukraine irgendwie verhandeln muss. Ich finde, darüber könnte man aber ein bisschen mehr streiten. Ich sehe es auch extrem kritisch. Aber wenn wir immer das Gefühl geben, da gibt es nur eine Meinung, ja, eine Talkshow sucht natürlich die Diskussion. Das heißt, wir müssen mehr Kontroversen produzieren, die im Spektrum der Vernunft stattfinden, so würde ich das mal sagen, und keine Angst haben, wenn wir uns da auch mal unterscheiden. Sonst liegt da immer diese interessante Auseinandersetzung zwischen Extrempositionen und dem ganzen Rest. Und die Talkshow will Aufmerksamkeit und findet dann halt immer diese Kontroverse, weil wir keine anderen produzieren. Das ist noch kurz mein Einschub dazu. Wir sind, glaube ich, ja schon 2 Minuten vor Ende der Veranstaltung. Also gebe ich Ihnen beiden das Abschlusswort. Frau Nanni, Sie haben sich schon das Mikro. Ja, ich muss noch einmal auf das Letzte eingehen, was Sie gesagt haben, weil es ist natürlich auch so, es gäbe ja noch quasi eine Extremposition und die wäre, dass Menschen sagen, die NATO soll der Ukraine vor Ort beistehen und gegen Russland kämpfen. Und es gibt aber niemanden, der diese Forderung aufstellt, ich finde aus guten Gründen. Aber sie wäre in die andere Richtung gedacht, genauso verrückt, wenn ich das mal so sagen darf, wie jetzt Forderungen die sollen im Prinzip kapitulieren. Und das ist eigentlich das Interessante, dass an welchem Spektrum erlauben sich das dann manche Leute einfach so rumzuquasseln und relativ wirsche Sachen zu sagen und an welchem Spektrum nicht. Ja? Und da gibt es ja aber noch einen Raum. Da gibt es ja noch einen Raum von Narrativen. Da gibt es ja noch einen Raum von Überzeugungen, die man haben kann, ja, die wir vielleicht auch nicht richtig finden, aber die man haben kann. Und der wird überhaupt von niemandem besetzt. Und so verschiebt sich der ganze Diskurs. Und man hat das Gefühl, wenn man das Vernünftige vorträgt, dann ist man eigentlich radikal. Und das ist super ärgerlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ansonsten würde ich es auch dabei belassen. Danke für die Einladung. Ich hoffe, Sie sind erfolgreich, auch im Kanzleramt einen Termin zu bekommen und vorzutragen, was Interessen und Werte angeht. Und bin ich gespannt, wenn Sie nochmal unter 4 Augen erzählen wollen, was dabei rumgekommen ist. Ich glaube, so fair sind wir uns in der Ampel gar nicht, was die Außenpolitik angeht, wie das manchmal so in der Öffentlichkeit auch inszeniert wird. Aber genau, würde mich in den Teilen auch mal interessieren. Und danke. Ja, wir danken Ihnen. Und Johannes, hast du noch ein Abschlusswort? Ich kann vielleicht abschließend nur sagen, dass diese Narrative natürlich nicht einfach nur irgendwelche Beschreibungen sind, sondern sie sind tatsächlich ein Stück weit wichtig für die Sinnstiftung auch einer Gesellschaft und um im Grunde Orientierung zu schaffen. Also sie funktionieren ja ein bisschen so wie Heuristiken, ne? Das ist ja die Idee von Narrativen. Und vieles, was im Grunde
im öffentlichen Diskurs als Narrativ bezeichnet wird, ist auch gar keins. Also Narrative haben tatsächlich eine bestimmte Grundstruktur. Und diese Grundstruktur haben wir in diesen kleinen Texten auch so ein bisschen immer abgebildet. Da werden dann Kausalitäten hergestellt, Begründungszusammenhänge geschaffen, um insgesamt eben so ein Stück weit so etwas wie eine Heuristik anzubieten. Und das ist eigentlich das, was ich nochmal sagen will. Also das Denken in Narrativen, die aber tatsächlich auch Narrative sind, das finde ich sehr wichtig. Irgendwelche Slogans oder irgendwelche anderen Geschichten sind oftmals keine Narrative. Die haben tatsächlich eine kognitive Funktion und können dann auch für Menschen A sinnstiftend sein, aber auch Einstellung prägen. Sehr gut. Vielen Dank, Johannes, nochmal für die Einordnung. Genau, die Grundorientierung, glaube ich, ist die Frage. Und wie kann man die so neu erzählen, dass eine große Mehrheit sich darum versammeln kann. Wenn wir das schaffen und ein realistisches Weltbild haben, das unsere Werte nicht verrät, dann kommen wir, glaube ich, weiter. Herzlichen Dank allerseits und noch einen guten Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.